mein Name ist Patrick Micheli, ich arbeite im Zentrum 1994 hier am Musee. Im Zentrum, den 17 Jahre, wie wir hier sind, ist das heute ein Musee, den praktisch alle Jahre seine Aktivitäten schon nicht so verdoppelt. In jedem Fall kommt er ständig dabei. Also wir drehen bei über 1000 Aktivitäten. Wie benutzt du Plurianet? Also wie schaffst du das? Wir benutzen das natürlich als eine Bühne für unsere Aktivitäten durchzustellen. Das ist so, dass wir auch Möglichkeiten entdeckt haben, dass wir über uns Datenbanken, die wir hier haben, und wie dass wir literisch Leute sind, auch die Daten in Enkel wollen nachgehen, wieder einmal für dich mal uns Datenbanken, also da gehen die Datenbanken vom Service Kreativ für die Aktivitäten der Showklassen, dann auch der Panda Club, das Heinz Club, haben hier Aktivitäten, die sie an hier Datenbanken angehen, die wir für uns Publikationen selbstverständlich brauchen. Und da gibt dann eben die ganz kommoden Motiv von einem Feed. Natürlich, wir gehen uns dann in Hannover über eine Schnittstelle, die dann eben zusammen habe ich mit Plurio developiert gehen lassen und Plurio weiter, sodass dort Daten dann eben noch an der ganzen Vielfalt können durchgestalten. Ja, weil am ganz am Anfang, ich meine, da haben sie mal ein bisschen analysiert, das Instrument zu entdecken, dann eben die Aktivität nun gesagt, ja auch, dass das dann tatsächlich Resultat hat. In dem Sinne, also wollen wir mal zu, und sie hätten den Plurio entdeckt, für den dann seine Aktivitäten dann eben auch so Video. Die Lücke kann ich gehen lassen. Und die Printmedien drin, ich denke, nur das City Magazine von der Stadt Lützeburg. Und das ist ja dann in dem Sinne ganz encourageant. Wenn man aber weiß, dass er natürlich über die Jahre weit über 1000 Aktivitäten hat, geht das natürlich ein bisschen zu viel gehen. Und das ist dann eben noch die Kip von Gloria, die uns dann eben noch darum geschaut hat, welche wir dann eben in Zukunft da können, das ein bisschen praktisch zu gestalten. Und ich meine, das ist ein Post, den wir gerne mitgegraben haben. Und voilà, also da wird dann ein bisschen, ich meine, für uns 2 Jahre haben wir immer durchgefangen, für die Schnittstellen dann eben zu developieren, angefangen mit Panda Club als Heinz Club, weil dadurch schon was Datenbanken intern im Haus gegangen ist, besser developiert gehen, also wir sind da kurz eben noch sämtliche Aktivitäten, natürlich auch Visitideen, Konferenzen, Ausstellungen, die auch im Haus stattfinden, die über Feed dann eben automatisch und den Plurianet gehen.